Herzlich willkommen zu MaxTube News Ostern 2015. Your Color, Your Style. Unter diesem Motto fand die diesjährige Modenschau der MES statt. Entsprechend farbenfroh ging es auf dem Laufsteg zu, Kollege Hanisch berichtet. Ein Feuerwerk aus Farben überraschte die 800 Besucher der Modenschau an der Max-Eid-Schule. Unter dem Motto Your Color, Your Style präsentierten 48 Maß- und 9 Modeschneiderinnen sowie 4 BZB-Schüler selbst entworfene und geschneiderte Modelle, die farblich auf sie abgestimmt waren. Ausgefallene Stoffe und kreative Schnitttechniken begeisterten die Zuschauer. Wie immer arbeiteten viele Bereiche der Schule gemeinsam für den Erfolg der Schau. Die Ausbildungsbäckerei, die Holzwerkstatt, die Hauswirtschaft, die Hausverwaltung und nicht zuletzt das Team der besonderen Bildungsgänge und das Café Sonne sorgten im Hintergrund für die perfekte Show. Im Rahmen des Erasmus-Plus-Projekts Work Culture 2.0 trafen sich Lehrer und Schüler der MES in Loreto, Italien. Delegationen aus Finnland, Ungarn, Portugal und Italien. Ziel dieses Projektes ist es, in kleinen Filmen die landestypischen Gepflogenheiten bei verschiedenen Situationen im Arbeitsleben darzustellen. Religionen, Schatz oder Zündstoff, war das Thema des 9. Weltreligionentag an der MES. Unter dem Eindruck der Terroranschläge in Paris und der Pegida-Demonstrationen ging es diesmal um die Fragen, wie darf in den Religionen gelacht werden? Oder wie sieht es heute mit den Friedens- und Gewaltpotenzialen in den Religionen aus? Neben der Diskussion zu diesen Fragen standen 4 Workshops auf dem Programm, in denen die Schüler ihr Wissen über die Praktiken und Rituale abrahamitischer Religionen vertiefen konnten. Tolle Idee, tolle Umsetzung. Gemeinsam mit einer Schülergruppe aus dem Reha-Bereich der Schottener Sozialen Dienste baute Rainer Kahn einen Satz Zauberharfen. Mit diesen Instrumenten können durch das Einlegen von Schablonen auch völlig unmusikalische Menschen Lieder spielen. Die Instrumente stehen den Schülern im Holzbereich zur Verfügung und werden auch gerne genutzt. Ist doch ganz einfach. Wo die EU ist, ist das Problem. Diese provozierende These bearbeiteten 37 Schülerinnen und Schüler der Max-Eid-Schule Alsfeld gemeinsam mit französischen Jugendlichen aus der Reims in der Bretagne in der Europäischen Akademie Otzenhausen im Saarland. Anhand von Wahlplakaten extrem nationalistischer europäischer Parteien setzen sich die Jugendlichen mit der europäischen Migrationsthematik auseinander. Am pädagogischen Tag zum Thema Lehrergesundheit wurde das Bedürfnis nach einer Verschönerung des Hauptlehrerzimmers geäußert. Des Weiteren wünscht sich das Kollegium einen Ruheraum. Diesen beiden Themen hat sich das Leitprojekt Gesunde Schule in Kooperation mit dem Personalrat angenommen und mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen begonnen. Hierbei waren Auszubildende aus den Bereichen Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung mit ihren Lehrern Carsten Gruppert, Francesco De Palma und Rainer Kahn bei den Arbeiten eine große Hilfe. Das Hauptlehrerzimmer wurde farblich neu gestaltet und im Raum 210 wurde ein Ruhebereich geschaffen. 300 Schülerinnen und Schüler nahmen an einer Gymnastikeinheit der Klasse 11 der Fachoberschule Gesundheit teil. Die Aktion war Ergebnis eines 6-wöchigen Projektes mit dem Thema Rückenschule im Rahmen eines Wettbewerbs der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Nun hofft die Klasse, dass sie mit dieser Veranstaltung einen Preis für die Klassenkasse gewinnen kann. 5 SV-Mitglieder der Max-Eid-Schule Alsfeld besuchten zusammen mit den SV-Vertretern 5 anderer Europaschulen Mittelhessens für 3 Tage Brüssel. Dort nahmen sie an hochrangig besetzten Veranstaltungen rund um das Europaschulleitthema Natürlich Europa teil, besuchten das Europaparlament und die hessische Landesvertretung. Ein selbstgebauter Profi-Tischkicker verkürzt den Schülern im Holzbereich von nun an die Pausen. Gesponsert durch unseren langjährigen Partner der Firma Karl Kipping konnte die Firma Festool für einen Aktionstag in die Schule eingeladen werden.
Die Klasse LVO baute mit ihren Ausbildern den Bausatz zusammen und nahm den Kicker direkt in Betrieb. Das traditionelle Volleyballturnier der Schule stieß auch in diesem Jahr wieder auf viel Zuspruch. Und wenn es am Ende auch noch einmal spannend wurde, in diesem Jahr hatte das Lehrerteam keine Chance im Finale gegen das BZB-Team. Die diesjährigen MINT-Tage boten wieder viele Experimente, Workshops und Exkursionen für die Schüler des beruflichen Gymnasiums. MINT, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ziel dieser Tage ist es, die Neugierde auf diese Fächer zu steigern. Und so wurden mit viel Spaß unter anderem Batterien gebaut, Lightshows im Reagenzglas erzeugt und Windmessgeräte konstruiert. Auch MaxTube möchte einen Beitrag leisten, um die Experimentierfreudigkeit unserer Schüler zu steigern. Deshalb werden wir ab sofort unter der Überschrift Grill That Experimente zu einem der wichtigsten Errungenschaften menschlicher Kultur durchführen. Der Zubereitung von Speisen über heißer Kohle. Passend zu Ostern lautet unsere Forschungsfrage diesmal: Kann man Eier grillen? Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Grill That. Heute, da Ostern vor der Tür steht, haben wir uns entschlossen, dieses Ei zu grillen. Was genau im Detail da passiert, da bedanken wir uns herzlich bei den Klassen 11 BG1 und 13 BG irgendwas. 13 BG Leistungskurs Chemie, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, das 72-seitige PDF, das ihr unten runterladen könnt, zu erstellen, in dem die chemischen Prozesse, die wir jetzt gleich hier live sehen werden, genau beschrieben sind und die, glaube ich, auch schon für den nächstjährigen Leibniz-Preis nominiert worden sind. Wir legen nun dieses Ei auf und werden sehen, was passiert. An dieser Stelle blenden wir nun Viertelstunde Fahrstuhlmusik ein und schalten den Zeitraffer an. Danke. Leider waren unsere Tontechniker vom Verlauf des Experimentes so begeistert, dass der leere Akku im Audiorekorder nicht weiter auffiel. Und so können nur diese beeindruckenden Bilder Zeugnis ablegen vom erfolgreichen Verlauf unseres Experiments. MaxTube wünscht allen Zuschauern frohe Ostern.